Hallo zusammen und willkommen in Martins Bruderwelt. Heute zeige ich euch meine Bruderneuheiten, die ich erschaffen habe. Bruderneuheit 2006, die Ackerschiene, das Zubehör für die Strohballenpresse. Die Strohballenpresse wird von der Ackerschiene angekoppelt. Dann wird der Bolzen reingesteckt. Und los geht's. Es wird dazu Heuballen gepresst. Bruderneuheit 2007, auch das Zubehör für die Strohballenpresse. Es wird am Ende der Strohballenpresse ranmontiert. Und so wird auf dem Bahnhof Heuballen gepresst. Die Kurbel für die Großtraktoren, auch im Jahr 2007. Zuerst wird die Kurbel in die Spindel reingesteckt. Und schon kann man von der Kurbel aus die Kurbel um Höhe stellen. Die Kurbel ist hoch genug, direkt über die Lenkstange. Wenn die Heckkupplung tief genug ist, dann kann man schon zum Anhänger ranfahren, Höhen verstellen, dann ist es angekoppelt, dann kann man schon losfahren. Bruderneuheit 2008, der Ballenlader, das Zubehör für den Tandemach Transportanhänger. Der Ballenlader wird auf der rechten Seite vom Transportanhänger ranmontiert. So geht das. Und jetzt die Schnur durch die Seitewand, um den Ballenladen zu spannen. Dann wird der zweite Teil vom Ballenlader reingesteckt und dann den Nagel reindrücken, damit der Stecker bleibt. Und so sieht es aus. Und so werden die Ballen aufgesammelt. Man kann auch kleine Heuballen aufsammeln. Der Ballenlader ist gut geeignet für Transportanhänger, Wandernjeep-Anhänger, Holztransportanhänger und natürlich auch Ballentransportanhänger. Bruderneuheit 2009, die Leiterwände für den Jeep-Anhänger. Zuerst werden die Wände und die Heckklappe von den Jeep-Anhänger abmontiert. Dann kommt das Zubehör. Jetzt kommen die Ballen.
und ruckzuck wird er zum Kippanhänger. Gute Neuheit 2010, die Garage. Es passen 4 Traktoren rein. Es sind sogar andere Fahrzeuge und Landmaschinen geeignet. Gute Neuheit 2011, die längste Lenkstange. Man kann beim Laufen Traktor fahren. Gute Neuheit 2012, die Frontgewichte für die Kleintraktoren. Mit Hilfe eines Frontgewichts kann man besser lenken. Und man hat sogar das Gleichgewicht. Und für den Glasnectis 267F hat auch ein Frontgewicht. Gute Neuheit 2013. Das Zubehör für die Böwe-Figuren. Es hat einen Tisch, 2 Festbänke, Weinflaschen, Fettflaschen, Tellern mit Pommes Fritz und einen Tresen. Und so sieht es aus, was zu feiern. So, das war's für heute. Ich zeige die nächsten Budenneuheiten 2014 bis 2018 nächste Woche. Also dann ciao und bis zum nächsten Mal.